Was geht ab, Community? Hier ist bei Brawlstar Gaming und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Reaction-Video. Ja, diesmal dreht sich alles um Cassie und Kano, die gestern noch angekündigt wurden, nachdem der Story-Trailer rausgekommen ist. Und ja, ich bin mal gespannt, wie Cassie und Kano sein werden. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt in den Trailer hinein. Also ich bin schon sehr gespannt darauf, wie die sein werden. Mal schauen. Da haben wir auf jeden Fall... What's up? Cassie ist auf jeden Fall cool und ihr Redesign ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Also für ein Videospielcharakter sieht es eigentlich ganz hübsch aus. Allein die hat so viele Nut Punches. Eben gerade der Tritt, dann der Roboter, der das macht. Böse. Ja, böse. Ja. Yep. Böse. Aua. Okay, ouch. Der hat einen Hidden Knife in seinen Schuh. Natürlich diese Augenlaser natürlich immer. Ist das Spiel, der Gameplay-Material sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Okay, eigentlich ist meine Hauptreaktion Weil das ist echt, manche Stellen echt heftig, ey. Yep, da dachte ich mir schon, dass das passiert. Das hat sich so angekündigt. Was sind hier im Kampf? Ey, oh, Fatal Blow. Ja, den hat man ja schon im Story-Trailer gesehen. Die lässt echt kein Auge trocken. Mal gucken, wie hier Fatality ist. Einen habe ich ja gesehen bei IGN. Echt jetzt? Cassie Cage wins. Ja. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich sage ja, für ein Videospiel sieht es eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Ist eigentlich ganz süß. Ja, und dann gab es ja das nochmal den Pre-Order Bonus Shao Kahn, wenn man die ganze Sache bestellt. Ja, ist schon mal sehr interessant. Aber ich habe einen anderen Fatality gesehen. Ich habe auch einen Fatality für Shao Kahn, wollte ich schon sagen. Für Kano habe ich auch noch gesehen. Wisst ihr was? Wartet mal ganz kurz, dann zeige ich das euch gerade noch. Ja, und zwar ist es das hier. Ja, genau das war das, ja. Oh Mann, das ist klasse. Und der Kano kommt auch noch gleich. Jetzt. Bin ich mal... Den habe ich jetzt noch nicht gesehen, da bin ich mal gespannt drauf. Aua, 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 aua. Aua. Extrem aua. Ja, auf jeden Fall, das waren die zwei Fatalities, die ich noch so bei IGN gesehen hatte. Und ich finde den von Cassie eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, es ist schon fast süß. Dieses Kleid so. Bup, am Ende. Oh Mann. Sie hatte ja den Top Fatality in Mortal Kombat X. Hat man ja, das muss man wirklich sagen, dieses, wo so den, das, was dich das, die Kinnlade wegschlägt und dann so das Foto macht für Social Media, das war schon. War schon recht lustig, der Fatality. Aber ich muss sagen, beide kommen ganz gut rüber. Ich mag Cassies Redesign und ja, Kanos Mortal Kombat 3 Design ist richtig hammer. Ich hoffe sogar, man weiß ja, dass Sonya im Spiel ist. Ich hoffe, dass sie vielleicht sogar bei der jungen Sonya vielleicht sogar eine Möglichkeit haben, dass man ihr das Mortal Kombat 3 Kostüm gibt. Das wäre cool. So ein bisschen oldschool-mäßig die Gigatäre einkleiden. Das wäre cool, wenn da gehen würde, auf jeden Fall.
Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich lasse sie jetzt einfach mal gut sein. Bis zum nächsten Trailer würde ich mal sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo da lassen, einen Daumen nach oben, teils befreundeten Bekannten. Da sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.